Achtung, da steht recht viel bei einem Fuchs. On the top of the bridge, find the symbol along the pathway and jump over. Be careful as the ledge is narrow. You won't be able to get back up from here, so you will need to make your way down to the road. Also von der Brücke hier rüber jumpen. Und jetzt sterbe ich wahrscheinlich, weil ich zu wenig fast Leben habe. Aber den haben wir gefunden. Jetzt ein bisschen weiter nach vorne laufen, das sonst zu hoch ist. Wäre wieder ein Auto eigentlich gut. Dann haben wir noch, wie gesagt, das hier hinten. Die Black Cat Bar und ein anderer Comic gleich hier oben dran. Und dann haben wir Central Island eigentlich soweit abgegrast. Und ich bin fast tot. Komm schon. Start of the bridge near Reyes and Steinberg family clothing. Ah, da. Eigentlich genau da, wo ich runtergesprungen bin. Alkoholschmuggels Adam Fort, aka Signore Forti. Da hoch kommt man wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Schade. Den haben wir. Dann geht's hier hinten hin. Dann haben wir noch das auf dem Pier. Hier gab es, glaube ich, am Anfang die Mission, oder hier sind wir zumindest durchgefahren. The ground beside some tables. Ah, auch vorbeigelaufen. 11:20. Die Black Cat Bar müsste eigentlich hier vorne sein. Black Cat Bar. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht mehr, was hier stattfand bei dieser Black Cat Bar und irgendwie jetzt auch nirgendwo angeschrieben. Steinberg Family Closer.
Bring your trouble to us, you can cry in our beer. Wahrscheinlich hier mit den roten Vorhängen. Nehme ich mal an. Mistress of the Dark Pool. Chapter 10 of Merta. Kanon gerade. I'm sorry. Jetzt noch hier hin. Und dann haben wir alles, was möglich war, auf der Hauptinsel hier vorerst abgegrast. Ja. Sieht gut aus. Haben wir mittlerweile 147 Locations aufgedeckt. Dangerous driving. Ey, ich hab die Frau nicht mal angefahren. Dann bleib ich halt kurz hier. Eine schöne Brücke da vorne. Das war der letzte Fund hier. Jetzt haben wir eigentlich noch die große City vor uns, aber da habe ich gerade... All officers, search is called off. Repeat, abandon search. Return to patrols. Nicht große Lust drauf, aber ich könnte hier dieses Gebiet hier links machen, North Park. Was hätten wir hier? Also ja, hier in der Ecke haben wir noch Bertones Autoservice, wo 5 Reroam-Symbole sind. Kann ich auch noch kurz einen Abstecher machen eigentlich. Allerdings müssen wir hierfür auf die Brücke. Halb tot bin ich auch. Oder besser gesagt, ein Viertel tot. Oder lebendig, je nachdem, wie man sieht. Okay, nee, da kommen wir gerade gar nicht. Einfach so weit, ohne weiteres hin. Dann fahre ich doch erst lieber hier nach links. Da wartet ein Zigarettenbild auf uns. Ey, schon wieder. Das wäre es fast für uns gewesen.
Ah, gut, haben wir. Hier unten hätten wir eigentlich auch gleich einen Fuchs. Vielleicht kann ich das Auto mitnehmen irgendwie. Wenn wir schon hier sind. Right, wie lange check. Müsste eigentlich da vorne sein. Gut eingeparkt. Den haben wir auch. Da gibt's da gleich noch ein Wanted Poster. Das wäre dann hier an dieser Hausecke. Ich finde es cool, wie hier eigentlich alles aufgebaut ist mit dieser Straßenbahn hier oben. Da haben wir das Wanted Sign. For Homicide, Victoria Matthews, aka Vixen. Dann haben wir hier in dieser Gasse drei Dinge. Ob man auch immer hier die Autos so parken möchte, I don't know. On the ground. Bei so einem Cardboard Boxes in the Alley. Lieber aussteigen, sonst rufen die gleich die Cops. Bei so einem Cardboard Boxes, eigentlich wären das ja Cardboard Boxes, aber hier. Hier? Looking good today. How you doing? Danke, du auch. Dann bei Bon Appetit in Chapter 13 haben wir auch was verpasst, in Pepe's Restaurant. Ah, das ist das hier. Doof. Dann wieder eine Kleidung bei den Phone Booth, ein Monthly Magazine. Wo sind wir da? Hier. Jazz Club. Frank's Jazz Club. Die Schilder sind ziemlich nice, die hier herumhängen. Gut, jetzt ein Auto zu stellen ist nicht so schlau. A little different than all the rest. I quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. To find these seem impossible to escape.